Und damit geht es an diese Transformatorenhäuschen. Da soll 1.13 benutzt werden. Ernsthaft 1.13? Ah ja, hier. So, mit dem kleinen Fach soll das nach unten kommen und aufgeklebt wird unten 1.17. Das ist dieses kleine Teil hier. Und oben 1.14. Das ist dieses etwas größere Teil hier. Na, zum Glück hat das Fixiernasen. Von daher kann ich das jetzt ziemlich locker sehen. Ich hatte mir letztens einen Klecks Grün besorgt. Davon noch was zu gebrauchen ist, mal schauen. Ah ja. Und damit geht es jetzt auch schon an den zweiten Schaltkasten oder was immer das sein mag. Okay. Dazu kommen, diese Teile hier.
Und als letzter Schaltkasten sind die letzten verbliebenen Elemente da, 1,16 und 1,15. Tja. Der könnte natürlich auch noch einen Tupfergrün gebrauchen. Pinsel auswaschen und die Endfertigung. Diese Steigleitungen oder was immer das sind inzwischen trocken geworden. Ich versuche, die mal vorsichtig rauszuschneiden. Das Eindrücken ist so fest, dass ich auf weiteren Leim verzichten kann. Damit ist dieser Spritzling auch leer. Auch hier sind die Dinger jetzt fest eingedrückt, brauchen nicht extra geklebt zu werden. Und damit kommen wir zum Thema Dekor. Hier steht drauf, das wäre selbstklebend. Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, sind diese Zeichen. Upsala. Die Starkstrom- oder Hochspannung anzeigen. Und selbstklebend heißt in diesem Falle wohl, ich muss das irgendwie abziehen. Ja, das haftet einfach. Gut.
Also das haftet keineswegs, da ist noch irgendwie was dran zu machen. Ach, die Dachrinne hält nicht. Da werde ich mal lieber etwas unter Druck kleben. Und dann wäre noch der Schaltkasten anzusetzen. Da ist die zweite Dachrinne, na klasse. Die erste müsste ja nun fest sein. So, das kleine Häuschen bekommt auch noch einen Schaltkasten. Aus technischen Gründen wird der allerdings auf der Rückseite festgemacht. Damit fehlen hier noch ein Türaufkleber. Meinem Skalpell fehlt wohl eine neue Klinge.
Und damit sind drei Trafohäuschen bereit für ihren Einsatz.